Willkommen zurück zu Teil 1. Ich habe mich entschlossen, das Level zuerst zu machen und dann die anderen Sachen nachzuholen. Und ich nehme das Rechte. Rex und Billig. Oder so. Sommer, Sonne, Sand, Surfen und Seeminen. Es wird einfach nie langweilig am Great Barrier Reef. Und vergiss auf keinen Fall ein bisschen Sonnenmilch. Das Level könnte extrem werden. Hi, Tai. Rex und ich suchen nach einem Piratenschatz. Piratenschatz, klasse. Ich habe mir die Schatzkarte aus diesem Internet-Dings geladen und sie zeigt uns den Weg zu Wedgwoods Schatz. Wedgwoods Schatz? Wedgwood war ein gemeiner Pirat, der die Südsee beherrschte. Doch er kehrte der Piraterie den Rücken und versuchte etwas noch Gerisseneres. Was denn? Er wurde Lehrer. Die Legende besagt, dass er seinen Schatz damals auf einer dieser Inseln vergraben hat. Ich konnte nicht die ganze Karte entschlüsseln. Aber diese Schatzsuche scheint mir auf der Krabbeninsel zu beginnen. Könntest du mal nachsehen? Sicher, klar doch. Danke, Engelchen. Der hat's faustdick hinter den Ohren. Der wurde Lehrer, Mann. Ho, oh, das ist heftig. Okay, das hier ist alles sehr leer. Da ist ein Ei. Und noch eins. Oh nein. Ich meine, das Zahnrad, das siehst du aus einer Entfernung. Die ist okay. Aber die Opale oder Eier? Ja, eigentlich sind es ja Opale. Hier geht's auch noch lang. Also die Dinger sind mir wichtiger, weil das andere Zeug, das finde ich dann schon noch. Hier im Wasser? Nee, da ist gar nichts. Okay, dann sammle ich noch das Zahnrad. Oder ich schwimme vorbei. Auch nicht verkehrt. Zum Glück gibt es hier keinen Unterwasserschaden. Ist auch weiter, dass es mir aufgefallen ist. Das ist, wie es bei Mario 64. Dass, wenn man auftaucht, ist man immer wieder geheilt. Was eine sehr komische Entscheidung ist. Für beide Spiele, finde ich. Vor allem auch kein Echo. Wie viel gibt es denn? 18? Es gibt hier einfach 18 und ich habe. Und es ist keine einzige auf dieser Insel? Oder ist der kaputt? Nee. Das ist ja seltsam. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da nichts ist. Gehe ich am besten hier mal an der Wand entlang. Suchen einen Schatz. Cool. Wir haben das geheime Versteck von Captain Papageienbarts verlorenem Schatz entdeckt. Er ist in dieser Höhle, aber es gibt ein Problem. Was für ein Problem? Ein großes mit acht Beinen. Acht Beine? Oh nein. Ich
Ich hasse Spinnen. Dann ist heute dein Glückstag. Es ist ein Riesenoktopus. Der Beine? Während wir uns um den Schatz kümmern? Ja. Hi, Kumpel. Lenk dieses achtbeinige Biest ab. Wie? Schieß auf die Tentakel! Ah, okay. Heiliger Strohsack, dieser Oktopus ist eine Qual. Wir sollten es nochmal versuchen. Aber du musst ihn irgendwie ab. Wir brauchen wirklich dein... Okay. Hi, Kumpel. Hi, Kumpeln. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss die quasi vor ihm, die vor ihm sind, wegschießen. Jetzt war da gar nichts. Auch nicht schlecht. Und jetzt zurück. Okay. Wie oft muss ich das jetzt machen? Okay. Irgendwie ist mir nicht so ganz klar, wann sie jetzt gefährlich sind. Ist nicht so eindeutig. Okay, das muss es gewesen sein. Es geht weiter. Okay. War's das jetzt? Oder nochmal? Noch heftiger. Cool, Kumpel. Du hast uns den Riesenoktopus vom Hals gehalten. Wir hätten das ohne dich nicht geschafft, Engelchen. Hier ist dein Anteil. Spitze! Nee, ohne mich hättet ihr das nicht geschafft. Seid ihr nur zu zweit. Kann ja nicht ein anderer von euch den Oktopus irgendwie ablenken. Kann ich die abfackeln? Schon. Bringt das was? Huh. Das ist ja interessant. Aber nee. Mist, ich dachte, so könnte ich die... Einen habe ich getötet. Also ganz... Verstehe ich das nicht. Geht's auf jeden Fall irgendwo hin? Oh, und hier ist ein Bild. Gibt's ja nicht. Ist tatsächlich ein Bild irgendwo. Aber erstmal das Zahnrad. Da komme ich gar nicht hoch.
Zoomerang? Theoretisch? Ach, da. Oh. Dann... War's das? Oder ging's da noch wohin? Warum nicht? Nee. Also, das war's. Au. Schildkröte? Ist du irgendwas? Nee. Opa. Einfach so im Wasser. Die werden alles andere als lustig. Auf jeden Fall wieder ein Bild. Zwei sogar. Theoretisch. Hier ist der Schatz. Ahoi, Matrose! Wenn du den Schatz vom alten Wedgwood suchst, beim Stein in Ackerform du keineswegs fluchst. Oh nee, schlechte Reime. Da ist eine Kiste, aber die ist da oben. Oder? Nee. Fällt hier schon runter, also das Bild. Oh, jetzt dürfte hier nur noch eins sein. Da. Und ein Käfig. Ne, da ist noch eins. Da oben. Jetzt sehe ich's. Also, hier waren wenigstens drei Stück. Aber hier geht's nicht in die Mitte? Nee, aber das Ding hat eine Verbindung zu einer anderen. Noch eine Kiste? Hm. Kann die unter Wasser sein? Also ich erkenne nicht so wirklich, wo es herkommt. Hä? Eigentlich kommt es genau daher.
Ich stand genau drunter. Deswegen kann ich es nicht so genau erkennen. So. Da ist noch eine. Hier sind wieder diese Gegner, gegen die ich irgendwie... Ach, natürlich beißen. Oh mein Gott. Habe ich wieder sofort vergessen. So. Das ist eigentlich nur ein Korb. Und ich schaffe den Sprung gar nicht. Interessant. Ist noch ein Käfig? Da ist auch noch eine Kiste. Okay, die sind halt einfach immer rundherum um die. Was ist denn hier los? Wow. Diese Echsen machen mich verrückt. Seit letzter Woche ziehen sie durch die Nachbarschaft und machen nichts als Ärger. Wenn du sie aufhältst, habe ich ein Geschenk für dich. Okay, abgemacht. Wie mache ich das? So. Oder? Ich versuch's mal mit dem Zoomerang. Los. Ja. Nee, das hat ihn getroffen, aber... zu weit weg. Aber ja. Hä? Wieso funktioniert es bei dem nicht? Ich habe doch bei den anderen nichts anderes gemacht. Okay, es sind die Fässer. So. Hörst du das auch? Was hören? Diese wunderbare Stille. Ruhe. Ah, danke. Ja. Also, ich muss los. Ach ja, deine Belohnung. Gefällt dir das? Keine Ahnung, was das ist, aber... es ist hübsch. Klasse! Das gleiche mache ich mit Laubbläsern übrigens auch. Sprengen die einfach in die Luft. Da ist noch ein Zahnrad. Es ist aber ein bisschen unerreichbar. Ah.
Ach nö. Gut, hier ist ein Opal. Interessant. Dahinter wahrscheinlich. Ja. Heißt es, ich komme da nicht in die Mitte? Nee. Wahrscheinlich nicht. Sind da weitere? Ja. Opale. Zwei weitere, um genau zu sein. Und das ist jetzt die erste Insel, auf der ich war. Nee, Quatsch. Die erste ist nicht. Was? War ich hier schon? Ja, ich glaube schon. Ist da hinten dann noch was? In der Ecke? Ja, noch ein Zahnrad. Diesmal keine Minen. So, aber hier ist noch ein Zahnrad. Und ich höre Kisten. Boah, hier sind gleich mehrere Kisten zu hören. Dich. Eine, die klingt so, als ob sie in der Mitte wäre. Oder ich habe schon was übersehen. Nee. Da geht's eben rein. Huch. Aber hier drin höre ich jetzt nicht mehr viel. Schön an der Seite vorbei. Okay, das ist ein cooles Level. Das gefällt mir. Da unten ist die Kiste. Hier komme ich erstmal nicht raus. Also nicht auf demselben Weg, wie ich rein bin. Da ist ein extra Leben. Okay. Die Hälfte. Autsch.
So. Magnet. Uff. So, sonst ist hier nichts. Ich denke nicht. Okay, das sind noch Opale. Genau, hier ist es genau, wo ich aus dem Wasser rausgekommen bin. War ich dann in der Richtung schon? Ich glaube nicht. Da ist noch ein Käfig. Okay, jetzt bin ich ja mal rum. Haben wir eine fliegende Plattform? Macht der Geysir irgendwas? Ja, genau, stimmt. Oh, das macht Schaden. Fliegende Plattform? Hallo? Ich habe das Gefühl, die fährt gar nicht bis hier, ja. Wo ist sie denn jetzt? Oh, die fährt im Kreis. Nein, wie schrecklich ist das denn abzutimen? Okay, nochmal. So. Perfekt. Drüben war ich. Boah, da ist sogar noch ein Steini. Was ist das hier eigentlich für eine Insel? Bin ich hier noch nicht drumherum gelaufen? Und wenn schon, da ist eh nichts. Da sind aber wieder Opale im Wasser. So. Hier haben wir eine Kiste irgendwo. Hm.
Da. Zack. So, die Hütten da, die kann man abbrennen, wenn man lustig ist. Das. Ah! Hey ho, Landratte! Auf der kahlen Insel wartet der nächste Hinweis auf dich. Du solltest dich sputen. Du, nicht ich. Ich sehe schon eine unsichtbare Kiste. Okay. Sowas liebe ich eigentlich mehr, wenn es nicht so offensichtlich ist, wo man lang gehen kann. Es aber dennoch nicht so ist, was hier meistens der Fall ist, dass es Stellen gibt, wo es so aussieht, als ob man da lang kann, das aber nicht geht. Wo man halt aus irgendwelchen Gründen wegrutscht und nicht stehen bleiben kann. Weil das hier zum Beispiel, das sieht jetzt nicht so aus, als ob man da lang kann. Wenn man das mit anderen Stellen vergleicht. Okay. Auf die Insel nebenan. Da hinten war ich auch noch nicht. Aber erstmal hier entlang. So. Nö, das Wasser laufen? ich könnte es gefrieren. Aber ein bisschen aufwendig. Noch ein Zahnrad. Das haben wir hier. Gegner. Ist da im Wasser was? Nein. Achso, da ist so eine Kiste. Und die Schatzkiste. Okay. Das Ding bewegt sich nicht. Und ist auch nicht erreichbar. Ein Schalter. Das ist ein sehr knapper Sprung. So.
bin mir nicht sicher, ob man das überhaupt machen muss. Moment. Nee, muss man nicht. Das sind wieder Kokosnüsse. Aber hier funktionieren sie leider nicht. Ist eine Kiste? Der Springbrunnen. Wie viele haben wir eigentlich von den Bildern? 12. Und Nummer 13 sehe ich schon. Da ist noch ein Zahnrad. So, war das jetzt hier alles? Ich weiß es nicht. Schiffswrack, ist das ein? Nee. Das ist noch ein Fragezeichen. Interessant. Ach ja. Stimmt. So. Ah. Und hier ist sogar noch... Okay, hier war ich doch. Zack. Oder? Doch, eigentlich schon. Hier ist sogar noch eine Kiste. Oh nö. Ah. Wobei, ne, es geht nur hin und her. Ich fahre zurück. Fehlt da eine Plattform? Oder kommen die sich doch ein bisschen näher? Nee, die kommen sich tatsächlich nicht näher. Puh. Oh nee, da bin ich tatsächlich noch nicht lang gelaufen. Irgendwie. Ehrlich nicht? Doch, ich glaube den Weg schon. Ich bin von da rüben hierher. Gehe ich mal in die andere Richtung.
Da, auf der war ich ja schon. Okay, aber hier scheint nicht mehr zu sein, außer der Käfig da. Boah, mies. Das ist echt gemein. Kiste? Da. Hier in die Mitte? Oh, oder sie ist einfach da. Zack. Oh. Irgendwie bewegen sich die gar nicht. Wo ist denn dieser Ort da? Bin nicht sicher, ob das so gedacht ist. Da unten, nee, ist es nicht. Da unten ist ein Schalter. Aber der ist mir jetzt egal. Jetzt würde sich der dahinter bewegen. Aber ja, wenn ihr es so niedrig platziert, dann selber schuld. Das ist das Schiffswrack? Ist ja fast gar nichts. Gesprungen, geschwommen. Jetzt kehr zum Start zurück, dann wirst du es bekommen. Oh. Das macht mir ein bisschen Angst. Auf der Karte ist eine Insel, die außerhalb der Map ist. Aber ich war jetzt überall und mir fehlen noch 40 Stück. Bin ich hier schon komplett im Kreis gegangen? Nein, hier war ich noch gar nicht. Okay, vielleicht sind die alle hier. 15? Guck mal, wer da noch ist. Erstmal mache ich den Kreis hier. Bilder 1 noch. Jo, und da ist es auch schon. Da. Sieht gut aus. Noch 10. Da sind die letzten. Wow, das Level lief gut. Nichts verpasst.
So, wie heißen die Dinger denn? Ach, Schatzsuche, das habe ich jetzt gleich. Rexrennen kann ich dann auch am Start machen. Ein Käfig. Och ne, ich habe einen Käfig übersehen. Oder ist der Käfig? Ne, was ist das hier? Ach, das ist das Rennen vielleicht. Das ist der Start. Oh je. Um die Ecke. Okay. Und? Du hast es geschafft. Du hast Wedgwoods Schatz gefunden. Nee. Hier und da und überall gesucht. Hier bin ich der Schatz. Ich bin arm und verflucht. Also, eine Sache ist mal ganz sicher. Was denn? Wedgwood war ein Pirat und kein Poet. Ja, er hatte ein Boot und konnte nicht rudern. Nun sieh dir das an. Ein Amulettstein. Wer hätte das gedacht? Wow, abgefahren! Wow! So, der Käfig, der wird auf jeden Fall nicht unter Wasser sein. Allerdings bin ich an Land echt nicht schnell. Und wo ist das Rennen? Oder wo kann man das anfangen? Hier mitten im Wasser, würde ich sagen. Das war nicht der Start. Oder doch? Was ist denn hier? War ich hier schon? Ich glaube nicht. Ha! Da ist der Käfig. Okay, perfekt. Oh, das Level ist echt perfekt gelaufen. Ja, jetzt ist da die Uhr aufgetaucht. Musste wahrscheinlich erst die Schatzsuche abschließen. Nee, das ist ein anderer Ort. Doch. Es ist kein anderer. Okay. Alle meine Tigerchen schwimmen gleich im See. Köpfchen in das Wasser. Schwimmflossen in die Höhe. Haha, lass uns starten. Was? Boah, der ist immer heftig. Warum? Ich sehe das Tor nicht. Also es hat mich irgendwie nach unten gezogen. Ey, jetzt ist er total langsam. Gott sei Dank. Hä?
komm nicht zu weit vom Kurs ab und nimm die Kontrollpunkte mit. Habe ich das verpasst? Schon wieder da. Sind aber auch zusätzlich noch ziemlich schlecht zu sehen. Ich habe das Gefühl, das Rennen geht noch ein bisschen länger. Nee, doch nicht. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Da brat mir einer den Storch. Du hast mich besiegt. Du bist ja ein Wahnsinnsschwimmer. Hier, das hast du dir verdient. Klasse. Klasse. Und zack. 18 von 18. Es fehlen zwei Zahnheile. Also, ich würde mal vermuten, die sind alle unter Wasser. Weil da habe ich mich ja nicht wirklich so umgesehen. Eins ist hier. Ist gar nicht mal so weit weg, wenn man sich die Map hier anschaut. So, außenrum. Hier im Wasser war ein extra Leben. Hab ich gerade gesehen. Oh nein. Ich habe da was gesehen. Ja, da ist das letzte. Das war nicht im Wasser. Guck mal. Über die Liegestühle. Oh Mann, da bin ich sogar noch. Oder? Drauf rumgesprungen. Ich glaube, dass es hier war. Ja. Und habe diese Plattform nicht gesehen. So. Wie fahren die denn? Okay, wo muss ich jetzt hin? Direkt dahin? Ich würde sagen nein. Aber ich wüsste auch nicht, wo ich sonst hin soll. Das schaffe ich niemals auf die da. Vielleicht ist das Timing jetzt besser. Ja. Von da aus. Mal schauen. Ja. Puh.
Info, alles. Dabei ist anfangs so gut gelaufen. Und dann das letzte Zahnrad. Hat wieder ewig gedauert. So, die Bilder nachholen. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon machen will. Ich denke nicht. Das mache ich dann im nächsten Part. Okay, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. See ya.